Ein herzliches Willkommen im heutigen Learn for Life Business Webinar. Ein herzliches Moin Moin, Servus und Hallo. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören und sehen. Bitte schreibt mal gerne eine 1 in den Chat, wenn ihr mich alle gut hören und sehen könnt, damit ich auch weiß, ja, das sieht schon sehr gut aus. Danke euch. Perfekt. Ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße aus Osterwald, Deutschland, der Norden in der Nähe von Hannover. Schreibt doch gerne mal in den Chat, von wo ihr zugeschaltet seid. Das ist mal sehr, sehr spannend zu sehen, wo alle so herkommen. Finde ich immer, ja, da, sehr, Tirol, Linz, ja, liebe Grüße nach Österreich, Schweiz, sehr schön. Also wieder die Dachregion vertreten. Klasse, freuen wir uns immer, dass ihr alle dabei seid. Perfekt, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall heute auf den Abend, euch dort begleiten zu dürfen. Und ich habe eine Frage an euch. Und wenn ihr diesen Fragen zustimmt, bitte einfach die entsprechende Zahl, die ich um die ich euch bitte, dann bitte in den Chat zu schreiben. Wie viele von euch kennen Menschen, die einen Job haben, der ihnen keinen Spaß macht? Gib mal bitte eine 5 in den Chat. Dankeschön. Und wie viele von euch kennen Menschen, die als Kind von einem Traumjob geträumt haben? Gebt mal bitte eine 1 in den Chat. Ah, sehr schön. Und wie viele von euch kennen Menschen, die sich ja ein Leben wünschen, wo sie einen Job machen, der ihnen auch wirklich Spaß macht, wo sie auch wirklich ihre Talente ausleben können? Da bitte einmal eine 3 in den Chat. Perfekt, danke euch. Und genau darum soll es tatsächlich heute gehen, in dem heutigen Business-Webinar. Und kurz zu meiner Person. Mein Name ist Matthias Herzog. Ich bin Papa von 3 Kids, bin Gründer von den Zukunftsathleten. Wir haben in den letzten Jahren ganz tolle Karriere-Events gemacht im Norden Deutschlands mit bis zu 10.000 Teilnehmern. Und 2020 habe ich das Team von Learn for Life kennenlernen dürfen, den Stefan Süß und sein Team, und habe sie nicht nur kennenlernen dürfen, sondern auch lieben lernen dürfen. Und ja, seit letztem Jahr arbeiten wir zusammen und haben uns auf die Fahnen geschrieben, Menschen dabei zu unterstützen, wirklich ihre Leidenschaft zu leben. Ich sage immer gerne, es geht darum, das Thema Persönlichkeitsentwicklung so weit zu bringen, gerade auch in die Schulen reinzubringen, dass es so natürlich wird wie das tägliche Zähneputzen. Und mein Motto dazu ist, du kannst nur spitze sein, wenn dein Herz voller ist als deine Hose. Und das werdet ihr heute auch sehen in dem Webinar, das wir gleich haben, dass genau das auch Thema ist, weil es geht darum, Dinge wirklich mit vollem Herzen zu machen. Und in diesem Webinar erhältst du Tipps und Tricks, wie du deine Beruflichkeit findest. Wir wissen ja, in jedem von uns schlummern besondere Talente. Wir haben 3 bis 5 besondere Talente, die uns von anderen Menschen unterscheiden. Und wir Menschen sind einfach, ja, schöpferische Wesen. Und unsere Potenziale wollen wir natürlich auch in die Entfaltung bringen. Und das tun leider die wenigsten, dass sie wirklich das tun, was sie mit Leidenschaft erfüllt. Du kennst vielleicht die Gallup-Studie, nach der gesagt wird, dass nur einer von 5 seinen Talenten entsprechend auch eingesetzt wird. Das heißt, wir haben unfassbar viel Potenzial, was nicht genutzt wird. Und darum soll es auch heute in diesem Webinar gehen. Das heißt, auch einen Beruf zu finden, der mich wirklich auch ja mit meinen Leidenschaften und auch Talenten abholt, ist einfach großartig, sagt unser heutiger Referent. Und leider ist aber der Umkehrfall natürlich auch absoluter Murks, absoluter Mist. Da ist es so wichtig, wirklich gut hinzuschauen und auch vor allem hinzuspüren, wenn es in Richtung Berufswahl geht. Und oder Aristoteles hat schon gesagt, deine Berufung liegt dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Und gerade in der aktuellen Zeit von Corona ist es natürlich so, dass noch ganz andere Talente heute gefragt wird. Und das möchten wir uns heute in dem Online-Live-Vortrag anschauen. Zu unserem Referenten Matthias, mein Namensvetter, freut mich natürlich umso mehr, den ankündigen zu dürfen. Matthias hat viele Jahre in der Spitzenpolitik in Österreich ja, nicht sein Unwesen getrieben, sondern sehr erfolgreich dort ja mitgestaltet. Von 2013 bis 2018 war er Abgeordneter im österreichischen Nationalrat. Er war Gründungsmitglied und von 2012 bis 2018 auch Bundesparteivorsitzender der Partei NEOS, also das Neue Österreich, mit der er bei der Nationalratswahl in Österreich 2013 auch auf Anhieb den Einzug in den Nationalrat erreichte. Und nach dem Ausstieg aus der aktiven Innenpolitik wurde Matthias wieder als Unternehmer und systemischer Organisationsentwickler tätig. Er beteiligte sich etwa im Juni 2019 auch im Salzburger Startup-Unternehmen StoryOne
Und im Juni 2019 kehrte Matthias auch mit der Fernsehsendung Strolz trifft im österreichischen Privatsender Puls 4 zurück auf die mediale Bühne. Ebenfalls im Juni 2019 wurde Strolz Mitglied des Expertenbeirats der neu gegründeten Mega-Bildungsstiftung, der BNC-Privatstiftung und der Bernstoff-Privatstiftung. Matthias sagt in einem schönen Zitat, das ich sehr, sehr cool finde, und ich habe auch schon ein bisschen luschern dürfen, auch das wird heute ein Teil seines Vortrags sein, auf den ihr euch freuen dürft. Und er sagt: Ich bin nicht Passagier, ich bin der Pilot meines Lebens. Ich folge dem Ruf meines Herzens. Und das lebt er wirklich vor, und umso mehr freue ich mich, dass er heute dabei ist. Und deshalb, lieber Matthias, schalte ich gerne frei und ich übergebe das Zepter an dich, beziehungsweise den Steuerknüppel, dass du das Flugzeug weiterfliegen darfst. Lieber Matthias Strolz, herzlich willkommen. Ja, lieben Dank, Matthias Herzog, für dieses freundliche Intro. Ich freue mich über alle, die hier mit live dabei sind. Wir schauen uns eben das Thema Talent, Berufung an, wie von Matthias Herzog schön ausgeführt. Ein Thema, das uns alle betrifft oder alle betreffen sollte. Also ich glaube tatsächlich, dass es natürlich Menschen gibt, die sich mit dem nicht so viel auseinandersetzen. Was ist meine Berufung? Was sind meine Talente? Gibt auch Menschen, die glauben, sie haben möglicherweise keine. Das halte ich für eine Fehleinschätzung. Also ich glaube, dass wir alle hier beschenkt sind mit Talenten. Da in diesem Sinne stelle ich jeden einzelnen Menschen unter Genieverdacht, und natürlich das Spektrum an Begabung, an Talenten, das wir in der Schule messen, das ist ein sehr eingeschränktes. Das heißt, wir dürfen hier schon kreativer sein im Denken von uns selbst. Also wir sind eingeladen, groß von Menschen zu denken, damit auch groß von uns. Das hat nichts mit Egomanie zu tun, mit Egozentrik, sondern das hat damit zu tun, dass wir tatsächlich eine Wesenheit sind, die eben schöpferisch ist. Wir sind schöpferische Wesen. Also wenn ich auch der Meinung bin, wir sind jetzt nicht die Krone der Schöpfung. Ich halte das für überheblich, nicht? Wenn wir gerade mal bis zum Mond hüpfen können und das auch nur 3, 4, 5 Maxeln von Milliarden Menschen, und dann glauben, wir sind da die Krone der Schöpfung und der Evolution, und es gibt Millionen von Galaxien mit Milliarden von Planeten und Millionen von Sonnen, und wir glauben, wir sind das Ende der Entwicklung, Geschichte. Das glaube ich nicht. Gleichzeitig glaube ich, wir sind eben schon sehr einzigartig in dem, was wir sind, und zwar jede und jeder Einzelne von uns. Das ist eine Haltungsfrage, so groß vom Menschen zu denken und damit auch groß vom eigenen Potenzial zu denken. Wenn wir auf das Thema Talent, Beruf und auch auf das Thema Beruflichkeit schauen, also in welche Berufe will ich mich hineinführen, dann schwingt er natürlich auch mit, dass ich damit meinen Platz in der Welt definiere und finde. Und ich möchte mit euch zu Beginn einen Schritt zurückgehen auf diese Frage, ja, in welcher Welt leben wir überhaupt? In welcher Welt leben wir überhaupt, und was hat das Leben mit Entfaltung zu tun? Ich möchte euch einladen, auch auf ein paar Folien die eine oder andere Inspiration auch veranschaulichen sollen. Ich gehe hier in Folien, einen Moment. So, jetzt solltet ihr hier bitte einmal kurz OK durchgeben im Chat, ob das geklappt hat. Okay, ja. Ja, blinkt's. Okay, fein. Ja, unsere Welt kann man in vielen Eigenschaftsworten beschreiben. Ein Konzept, das ich genommen, entlehnt habe vom amerikanischen Militär, und ich bin natürlich nicht der Einzige, ist dieses VUCA-Konzept, dieses VUCA-Mindset. Wir sind ja zumindest in meiner Generation, wir sind kalte Krieger. Wir sind in einer Welt aufgewachsen, wo die Welt so schwarz-weiß war. Also irgendwo, jetzt wohne ich ja in Wien, ein paar Kilometer hinter Wien, war der eiserne Vorhang, und da hat die Welt aufgehört. Jenseits waren die Schlechten, wir waren die Guten, die drüben haben ähnlich gedacht, aber umgekehrt. Es war alles irgendwie halt schwarz-weiß, und
Dann kam 89 und irgendwie diese Zweiteilung, die auch die Wirtschaft erfasst hat. Ja, noch in den 90er Jahren haben wir Management gelernt. Also wenn was nicht klar genug ist, dann musst du den Anpressdruck erhöhen. Dann musst du es klar machen, eben schwarz-weiß machen. Dann musst du draufknien. Und irgendwie das amerikanische Militär waren eigentlich die Ersten, die dann nach 89 gesagt haben, wir haben ein Problem. Ne? Die Welt ist nicht mehr schwarz-weiß. Ja, unser Lieblingswein ist abhanden gekommen. Was ist unser Auftrag? Und sie sind dann in die Psychotherapie gegangen, gewissermaßen, um eine Anlehnung an ein Konzept zu holen, das dort gelebt wird. Die Psychotherapie sagt, wenn du dich bewusst verändern willst, wenn du dich bewusst führen willst, dann ist eine Vorleistung zu erbringen von dir, nämlich anzuerkennen, wo du jetzt bist, den Punkt A, den Ausgangspunkt. Also sehr gut illustriert ist das bei Drogenkranken beispielsweise. Wenn ein Alkoholiker sagt, nein, ich habe kein Alkoholproblem, wenn er also den Status quo negiert, nicht anerkennt, nicht integriert in sein System, in seine Wahrnehmung, dann kann er sich nicht planvoll davon wegbewegen. Eine Therapie, eine Entwöhnungskur ist nicht erfolgsträchtig. Deswegen Entzugsanstalten oder Therapieanstalten verweigern auch solche Patienten in der Regel. Sie sagen, nein, wenn du den Punkt A nicht akzeptierst, dann ist es aussichtslos. So, das amerikanische Militär hat gesagt, naja, eigentlich wissen wir nicht, was unser Punkt B ist. Ne? Also wir wissen weder, welchen Feind wir abwehren müssen, noch wissen wir, welche Kriege wir führen sollen, wie auch immer. Also ich bewerte das nicht, ich schildere nur Tatsachen und Wahrnehmungen meinerseits. Aber das war halt so, dass die ein Stück weit ihre Daseinsberechtigung auch verloren haben, fast. Ja? Und gesagt haben, na, der Auftrag ist nicht mehr eindeutig, Verteidigung natürlich, der Vereinigten Staaten von Amerika, aber vor welchem Hintergrund? Die Welt ist nicht mehr schwarz-weiß. Und da sind sie gekommen, US Army War College, mit dem Konzept, okay, alles, was wir definieren können, ist der Punkt A, wo wir uns befinden. Der Punkt B ist fließend. Sie später werden Sie das auch bemerken mit einem Präsidenten, der dann nebenbei, man wusste es nicht genau, Nordkorea den Krieg erklärt und ein paar Wochen später Best Buddy ist mit dem großen Leader Kim Jong-un und so weiter. Also einmal hin und zurück, was willst du da als Generalstabschef sagen? Ja? Soll man jetzt Infrastruktur milliardenschwer in Stellung bringen oder nicht? Also alles schillert in allen möglichen Farben. Es ist nicht mehr eindeutig. Und das haben die in den 90er Jahren gesagt. Wir akzeptieren, dass unsere Welt volatil ist, dass also alles in Bewegung, dass sie unsicher ist. Wir wissen nicht, was morgen ist, dass sie komplex ist. Alles hängt mit allem zusammen. Es ist nicht immer alles eindeutig und es ist ambivalent. Es ist sehr widersprüchlich. Na? Ein paar Jahre nach Einführung dieses VUCA-Mindsets des amerikanischen Militärs würde zum Beispiel die Türkei als NATO-Mitglied russische Abwehrsysteme kaufen. Völlig undenkbar aus dem Jahr 1985 in der Welt, in der wir damals gelebt haben, schwarz-weiß. Aber jetzt ist halt alles irgendwie verschwommen. Es schillert in allen Farben. Und ich glaube, dass natürlich dieses Phänomen noch beschleunigt wurde durch Corona. Corona ist VUCA hoch zwei. Es ist noch volatiler, noch unsicherer, noch komplexer, noch ambivalenter. Und zwar für die ganze Gesellschaft und für jede und jeden von uns. Hunderttausende zusätzlich in Österreich, Millionen in Deutschland wissen nicht genau, wie das mit ihrem Job ist. Unsicherheit steigt. Wir wissen nicht, ob uns im Herbst eine Mutation erreicht, die unsere Impfungen umwirft. Volatilität steigt. Komplexität ist immens. Also wir wissen gar nicht genau, wie sich das alles verhält. Also können jetzt immunisierte Genesene das Ding weitergeben oder nicht? Verschiedene Expertinnen, Experten, die verschiedene Meinungen haben. Es ist widersprüchlich, vieles in vielen. So, und auch dein Leben in vielen Bereichen wird in diesen vier Eigenschaften schillern. Volatil, unsicher, komplex, ambivalent. Das Leben unserer Eltern war eindeutiger. Die haben mitunter 30 Jahre denselben Job gehabt. Jetzt, statistisch gesehen, wechseln wir alle 2 bis 3 Jahre. Und damit kommt aber auch
alle 2 bis 3 Jahre eine neue Chance. Also wir können jetzt draufschauen als Opfer und sagen, beschissene Zeit, in die ich hineingeboren wurde. Oder wir können so das Mindset von Barack Obama, the best time to be alive. Wow, keine Generation zuvor in der Geschichte unserer Spezies hatte so viele Möglichkeiten. Was für ein Privileg in der Zehntausende Jahre andauernden Geschichte unserer Gattung, Mensch. Puh. Also da kann man ganz ergriffen werden. Und dann kann ich natürlich auch auf das Thema Beruf und Beruflichkeit anders schauen, als wie nur, ja, muss er da Hacken machen, muss einen Job machen, damit ein Geld reinkommt. Die Generation Z, also die jetzt einrücken in den Erwerbsprozess, die haben ja ganz stark auch dieses Thema Purpose, Sinn. Ich finde das gut. Also wie alt auch immer du bist, der du hier dabei bist, da können wir was lernen von der Generation. Warum? Weil das Leben meint vor allem eines mit uns. Es meint die Einladung auf die Entfaltung. Davon bin ich überzeugt. Also es kann das Leben noch vieles andere auch sein, möglicherweise für jede und jeden von uns was anderes. Aber für uns alle ist es die Einladung zur Entfaltung. Da ist was in dir, was in die Blüte gehen will, was reifen will, was Früchte tragen will, was Wirksamkeit entfalten will. In jedem von uns, ausnahmslos. Und in jeder und jedem von uns was anderes. Das heißt, wenn ich auf das Leben schaue als Entfaltung, dann eröffnet es mir natürlich andere Möglichkeiten. Also wenn ich auf das Leben schaue als Mühseligkeit. Ich bin Passagier von externen Dynamiken, Krisen, Häusl, Baukrediten, Sachzwängen, Erwartungen meiner Eltern, meiner Frau, meines Mannes, meiner Kinder. Nein, ich bin Captain of my soul. Das war eines der Lieblingsgedichte von Nelson Mandela. I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Ich bin der Meister meines Schicksals, ich bin der Kapitän meiner Seele. Großartig, großartig. Und ich behaupte, Nelson Mandela hätte die 27 Jahre, er hat das auch zitiert aus einem Gedicht, das Gedicht kommt nicht von ihm, ist ein britischer Dichter gewesen. Aber es war eines seiner Mantras und die hat er sich wahrscheinlich immer wieder im Film Invictus, auch sehr schön dargestellt, immer wieder vergegenwärtigt. Sonst hätte er 27 Jahre politische Gefangenschaft nicht überlebt, wahrscheinlich. Der muss zugrunde gehen. Wenn du nicht glaubst, dass hier auch unter widrigsten Umständen Entfaltung auf dich wartet. Auf jeden von uns. Wenn wir bereit sind. Wenn wir auch die Chancen sehen und wahrnehmen. Und um sie wahrnehmen zu können, sehen zu können und danach verwerten zu können, müssen wir uns trainieren. Das ist ein bisschen wie ein Muskel. Ja, also das ist, das sollte man zum Schulfach machen eigentlich. Lebensführung. So wichtig wie Rechnen, Schreiben, Lesen, digitale Kompetenz, würde ich das Thema Lebensführung als 21st Century Skills, als Grundkulturtechnik sehen. Und dann sind wir natürlich sehr schnell beim Beruf, weil man, hey, Halleluja, im Beruf verbringen wir einen Gutteil unserer Lebenszeit, so wir nicht schlafen. Ein Gutteil. Und ich halte gar nichts von dem Konzept, dass die Leute sagen, ja, mein Job ist zwar scheiße, aber ansonsten ist das ein gutes Leben. Mir ist schon klar, dass es nicht für alle möglich sein wird, immer happy zu seinem Job. Und jeder Job hat auch Mühsamkeiten. Also being Bill Gates ist auch nicht einfach, ne? Wie man gerade in diesen Monaten erfahren darf, dass er irgendwie aus dem Vorstand oder Aufsichtsrat der eigenen Firma dann gehen musste und so weiter und so fort. Also kein Leben ist einfach. Und einige haben verkühlte Wurzeln, andere fallen auf die Butterseite und kein Leben ist einfach. Weder für den einen noch für die andere. Und so sollte man drauf schauen, okay, unser Beruf, unsere Beruflichkeit ist also eine Fragestellung für Entfaltung.
Gerne können wir später diskutieren. Bitte auch Fragen in den Chat. Der Matthias und ich werden dann diese Fragen auch aufgreifen und natürlich dann auch beantworten. Auch Einsprüche, wenn ihr sagt, ja, wie erklärst du es dann irgendwie der Lebensmittelkassiererin oder wie dem Briefträger und so. Ich war auch Briefträger im Hochgebirge. Nur ein paar Monate, aber ich habe Freude gehabt. Und ich erlebe tatsächlich auch Lebensmittelkassiererinnen, die da, wo ich eine gewisse Leidenschaft sehe. Sei Pilot deines Lebens, mein vorletztes Buch. Meine Lieblingspilotin des Lebens ist die Pia. Weil ja der Matthias auch geschildert hat, wie das war in ihrer Kindheit oder Jugend, ob es da Träume gab. Und die Pia ist eine Friseurin. Ich hatte in der Politik ganz kurze Haare und habe dann ein großes Experiment gestartet. Kann ich sie auch lang tragen? Ja, gelingt nicht wirklich, aber ich kann sie zumindest nach vorne klappen und dann schaut es ein bisschen aus wie Haare. Und da hatte ich natürlich einen Figaro meines Vertrauens, großartiger Typ. Und eines Tages komme ich zum Friseur und der ist nicht da. Und ich wollte schon nach Hause gehen, um da irgendwie mein Experiment nicht irgendwie zum Unfall zu bringen. Und dann kommt ums Eck eine junge Frau und sagt, ich schneide dich heute. Mein Kollege ist krank. Und naja, habe ich mich hingesetzt und dann schaue ich so zu, die ersten Handbewegungen und wie sie strahlt. Und dann sage ich, sie hieß Pia, wir haben uns vorgestellt. Sage ich, Pia, du liebst deinen Job, ha? Sagt sie, ja. Dann sage ich, hey, ich schreibe gerade ein Buch über Berufung und Talente. Erzähl mal über dein Leben. Dann sagt sie, ja, gerne. Also ich habe gestartet mit einer Lehre als Gastro-Lehrling. Meine Eltern hatten ein Lokal und ich war natürlich wehrlos ausgeliefert, wenn zwei Elternteile mit 14 beschließen, unsere Tochter macht diese oder jene Lehre, dann kannst du dich schwer wehren. Sie sagt aber schon damals, ich habe bei den schulpraktischen Tagen nichts mehr geliebt, als die Haare aufzukehren. Etwas, was wahrscheinlich für 99% das Letzte ist. Sie hat es geliebt. Wir Menschen sind unterschiedlich. Wir sind unterschiedlich. Hurra, die Gams, wir sind unterschiedlich. Und ich habe es geliebt, meine Freundinnen zu stylen und sehe, was macht dir denn eine Freude? Sagt sie, ja, wenn da die Leute rausgehen und ich sehe es ihnen an, dass ich einen Beitrag geleistet habe zu ihrer Lebenszufriedenheit, zu ihrer Freude. Wow, das ist cool. Und dann sage ich, oh, okay, aber du bist ja nicht Gastro-angestellt jetzt. Wie bist du Friseurin geworden? Ja, es war folgendermaßen. Ich habe die Lehre gemacht, 3 Jahre, und dann kam ich nach Hause, habe den Lehrabschluss auf den Tisch gelegt, meinen Eltern gesagt, hier ist mein Abschluss. Ich bin absolvierter Lehrling im Bereich Gastro. Und by the way, hier ist der Lehrvertrag als Friseurin. An dem Tag hat die Pia von der Passagierin des Lebens in den Pilotensitz gewechselt. Sie war für 3 Jahre jedenfalls Passagierin der Erwartungen ihrer Eltern. Sind wir das nicht alle irgendwie, ne? Dass wir die Erwartungen unserer Eltern, unserer Lehrer, unserer Partner, die lenken uns und da ist nichts falsch daran, sie die auch wahrzunehmen. Aber eine Pilotin des Lebens, ein Pilot des Lebens hat den Maßstab in sich und der ist nicht 1:1 ident mit den Erwartungen meines Umfelds. Also meine Lieblingspilotin ist die Pia, eine Friseurin, unter Nelson Mandela, ein Held, oder Viktor Frankl, der 4 Konzentrationslager überlebt hat. Und sagt, okay, die Frage des Warums hätte mich umgebracht. Die ist nicht bei großen Schicksalsschlägen oder Krisen, ist die Frage des Warums sekundär. Die Frage des Wozus und Wohins. Wie kann ich diese Situation dennoch produktiv nutzen? Die hat mich am Leben gehalten. Das finde ich großartig. Und wenn es die Pia kann, mit 18, und wenn es ein Insasse von 4 Konzentrationslagern kann, dann kann es jeder von uns. Das will ich damit sagen, weil da kommt immer irgendjemand und sagt, na, das ist ja was für Rich Kids und für Reiche, für Privilegierte. Nein, für die Bier und für Gefangene und für Hunds und Kunz und Müller und Schlosser.
wie immer der Nachname sein mag. Also, die große Frage, wenn die Corona-Zeit VUCA hoch 2 zu hoch 2 ist, sehr volatil, sehr komplex, sehr ambivalent, sehr unsicher. Bin ich Spielmacher meines Lebens oder bin ich Spielball von externen Dynamiken? Und das ist eine Grundsatzentscheidung, ist eine Haltung, ist ein Mindset, eine Bewusstseinshaltung. Und da bin ich strikt dafür zu sagen, ich bin Passagier, nein, ich bin Pilotin. Und ich bin nicht immer, ab und zu liege wie ein toter Hund auf der Couch und zapp durch die TV-Kanäle sinnlos. In Ordnung. Aber grundsätzlich, die Haltung ist wichtig. Und was hilft jetzt, wenn ich diese Haltung habe, ich bin Pilotin meines Lebens, auch bezüglich Beruflichkeit? Wie komme ich jetzt in meine Berufung? Wie komme ich in das Aufblühen meiner Talente? Da helfen uns die alten Griechen. Vielleicht kennt es jemand. Das ist das Orakel von Delphi. Also die Griechen, die verwirrt waren, wenn man so will, da gab es ja keine Coaches oder Workshops oder irgendwie Therapeuten, sondern die haben wahrscheinlich ihren Nachbarn irgendwie angesudert oder ihren Partner oder ihre Partnerin. Und irgendwann wird irgendjemand gesagt haben, du, ich glaube, du solltest noch nach Delphi gehen. Da gibt es ja dieses Orakel, ne? Das soll jetzt sein, deine Zukunft. Sera, sera, what will be, eine Autorität extern soll dir sagen, was dein Leben ist. Und manche von denen haben das gemacht, sind nach Delphi für die Weissagung zu ihrer Zukunft. Und Delphi hat sie empfangen mit der Inschrift, erkenne dich selbst. Das finde ich geil. Das ist Dialektik, das ist pädagogisch wertvoll. Also jene, die sagen, meine Erlösung liegt in den Händen von anderen, werden empfangen mit der Inschrift, erkenne dich selbst. Also sei Pilotin, sei Pilot, haben die alten Griechen, denen, die eine Suchspannung nach Klarheit hatten, über ihr eigenes Wesen, über ihre eigene Zukunft entgegengerufen. Sehr schöne Geschichte. Und an dem Punkt komme ich eben zu meinem High Five der persönlichen Entfaltungsmodell, das Pate steht für mein vorletztes Buch, eben sei Pilot, Pilotin meines Lebens, weil ich mir natürlich die Frage gestellt habe, na, wenn das so ist, wenn ich also Pilot sein kann, wenn ich die Zukunft miterschaffen kann, gibt es sowas wie eine Grammatik der Lebensführung? Und ja, die gibt es. Wir lernen sie noch nicht in der Schule. Und das ist ein Grammatikmodell. Vielleicht gibt es andere auch noch, mit Sicherheit gibt es andere auch noch. Und Modelle sind immer eine Verkürzung der Wirklichkeit. Aber sie sollen eine Gehhilfe sein, eine Krücke. Und zwar nur dann, wenn wir sonst nicht gut vorankommen gerade oder wenn es nicht flutscht, ohnehin. Wir laufen ja auch nicht tagsüber mit Krücken herum, sondern dann, wenn wir ohne Krücken es nicht schaffen. Dafür haben wir Modelle geboren. Und wir haben ja ganz viele Modelle, mit denen wir arbeiten als Mensch. Und das ist ein solches, das eben beschreibt, wie Entfaltung, die Neuerfindung beim Menschsein vonstatten geht. In 4 Schichtungen, das ist ein integrales Modell. Alle 5 Schichtungen sind permanent aktiv. Es ist wie ein Baum. Wenn der Jahresring 3 angelegt wird, heißt das nicht, dass der Jahresring 1 und 2 tot sind. Nein, die sind auch da, die pulsieren auch, aber die Musik spielt im Dreier. Also der meiste Saft läuft im Dreier. Die meiste Energie. Werde ich einen Laptop und gehe in den Arbeitsspeicher und hole mir die Arbeitsroutinen und die verschiedenen Amplituden, welcher Arbeitsprozess konsumiert gerade wie viel Energie, dann wäre das die höchste Amplitude dort, wo ich gerade dominant unterwegs bin in meiner Entwicklung. Ich nehme es Primärschichtung. Und wenn man das Modell dann lernt, als Krücken verstehen lernt, ich habe ja auch so Tagesworkshops, dann können die Leute schon zum Mittag meistens sagen, wo sie sind, in der Primärschichtung 1, 2, 3, 4 oder 5. Also es soll Orientierung geben. Die erste Schichtung ist, wenn ich mich entschieden habe dafür, Pilot, Pilotin zu sein, auch für meine Beruflichkeit, dann ist die erste Schichtung, wie Erfindung, Neuerfindung stattfindet und Veränderung, bewusste Veränderung, das Bewusstwerden. Bewusstwerden geht nur mit Innehalten, mit Wahrnehmung.
Ich muss also aus dem lauten, aus dem hektischen Alltag austreten, wo mir jeden Tag tausend und mehr Botschaften ins Ohr geblasen werden, was du tun musst, damit du erfolgreich bist, gut positioniert am Arbeitsmarkt, am Heiratsmarkt, sozial anerkannt, gesund, langlebig, ökologischer Fußabdruck, Fußpass. Wir kriegen so viele Botschaften pro Tag, was wir zu tun und zu lassen haben, wie keine Generation zuvor in der Geschichte auch unserer Spezies. Und wenn du den Maßstab nicht in dir findest, dann bist du ein armer Hund, weil du natürlich immer hinterherhechten musst, denn weil ja Ex-Politiker oder bin Ex-Politiker, den Umfragen hinterherhechten. Weil wenn du selbst keinen Plan hast als Politiker, musst du den Umfragen hinterherhechten. Ich sage nicht, dass das nicht ein erfolgreiches Geschäftsmodell sein kann für eine Partei. Aber es ist nicht gut fürs Land. Weil da geht es nicht darum, was ist essentiell zu tun, sondern welcher Erwartung kann ich gerade entsprechen. Und die Klarheit kannst du hier nicht im Außen finden, sondern nur im Innen. Und der erste Schritt ist dieses Bewusstwerden. Da lade ich die Menschen ein, in einen fiktiven Helikopter einzusteigen. CR203, sich völlig leise über sich selbst zu erheben. Und dann steigt sie ein, die Sabine oder der Ali. Und dann lade ich sie ein, sich hinauszuhängen aus dem offenen Helikopter und hinunterzuschauen ins eigene Leben und zu fragen, was sehe ich, Sabine, in meinem Leben? Was höre ich, Ali, in meinem Leben? Ich schaue von oben zu, wie ich anderen Menschen begegne, wie ich körperliche Wahrnehmungen habe. Jeder von uns hat Signalorgane, jeder von uns hat andere Punkte, wo der Körper permanent mit uns spricht. Der eine hat es im Rücken, der andere in der Zehe, die dritte im Kopf. Das sind alles, die wollen reden mit uns, die Organe, die wollen uns was mitgeben. Bewusstwerdung. Welche Gefühle spüre ich? Nehme ich wahr. Dann wollen natürlich viele sofort ins Anpacken hechten und sagen, jetzt gehen wir es an, das Neue. Ja, jetzt haben wir Bewusstwerdung, okay, check, und jetzt gehen wir es anders. Dann sagen wir, halt. Wichtig in der zweiten Stufe ist, dass das Bewusstwerden integrieren soll. Was ist in meinem Leben, Alltag, Beruf, Körper, Umfeld? Aber dann in der zweiten Stufe geht es, der zweiten Schichtung, geht es ums Loslassen. Warum loslassen? Weil nur eine leere Hand kann empfangen. Das Leben kommt ja permanent an dir vorbei und sagt, hey, August, Erika, Patricia, Flora, ich habe da was für dich. Und wir sind so beschäftigt und sagen, boah, beide Hände voll, legst auf den Stapel, so wie gestern, liebes Leben. Ich habe jetzt keine. Also ich muss mich leer machen zuerst. Only the empty hand can receive. Nur die leere Hand kann empfangen. So wie irgendwie ein großer Skifahrer unseres Landes, Marcel Hirscher, bei seiner Abschlusspressekonferenz gesagt hat auf die Frage, was machen Sie jetzt? Ich weiß es nicht. Er hat seine Karriere losgelassen, ohne das Neue schon in der Hand zu haben. Ich bin auch aus der Politik raus, die 7 Jahre jeden Tag dominiert hat, jede Sekunde. Jede Nacht, ich habe von morgen bis abends für diese Bewegung gearbeitet und im Parlament und in dieser Parteiführung. Und ich habe ab dem 5. Monat dann 6,5 Jahre davon geträumt, jede Nacht. Und dann habe ich übergeben. Was machst du jetzt? Da gab es die gröbsten Verdächtigungen. Ja, gibt's eine Freundin, gibt's Krebserkrankung, gibt's ein Kind, ein uneheliches, gibt es ein Jobangebot von Oligarchen aller Art. Nein, ich weiß es noch nicht. Und an der Stelle springen dann auch immer wieder einzelne Menschen auf und sagen, naja, das ist was für Marcel Hirscher und für dich. Ja? Für Leute, die Hosen voll haben zum leicht stinken. Und sagen, na, Achtung. Ich habe für meine Parteigründung Kredite aufgenommen. Ich habe 12 Jahre Unternehmerdasein aufgegeben, habe mein Unternehmen losgelassen. Der politische Mitbewerb wollte mich
vernichten. Der Generalsekretär einer Regierungspartei hat gesagt, wir machen mal hin in 3 Tagen. Das wollten sie auch so machen. Also nicht, in Österreich wird da nicht körperlich getötet, aber die wollten einfach, dass ich, wir hatten 16 Angestellte in die Privatinsolvenz schlittern. Weil dann ist die Frage der Parteigründung auch erledigt. Und sie haben beschlossen, dass sie natürlich viele Aufträge abdrehen. Das haben sie auch geschafft. Und dann haben sie beschlossen, dass sie dafür sorgen, dass ich keine Kredite bekomme. Also auch meine Hausbank, die 10-fach Überdeckung an Hypotheken hatte, mich und unsere Familie mit 3 Kindern aus der Wohnung exekutieren hätte können, die hat dann das Kommando bekommen, also im Besitz eines Landes, nicht kreditwürdig. Ich habe dann private Kredite aufnehmen müssen, damit die Firma es überlebt und damit ich auch durchkomme. Und ich habe auch nach dem Abschied aus der Politik, ich habe die Nachzahlung nur einen Teil akzeptiert. Ich weiß, was damit verbunden ist. Frei für das Arbeitsamt ist da auch nicht. Nach 6 Monaten war ich abgebrannt, habe ich auch wieder Kredite aufgenommen, um ein Buch zu schreiben zum Beispiel. Also ich will damit nur sagen, mir geht's gut. Ja, ich will nicht jammern. Ich will damit nur sagen, die Pia ist eine Pilotin des Lebens und auch andere ist jetzt nicht so, dass es immer leicht ist. Sondern ja, beim Loslassen kommen Ängste. Und jeder von uns hat andere Ängste. Ängste sind immer subjektiv. Ich habe Angst gehabt, früher ganz stark, vor der Dunkelheit im Wald alleine. Jetzt kann man sagen, musst du nicht in den Wald gehen alleine, aber ich habe es immer wieder gemacht. Ich wollte auch diese Angst spüren und habe ich immer angemacht. Am Berg alleine nachts oder im Wald und bin ja dann auch wieder in einer sogenannten Vision Quest alleine in den Wald gesessen, 5 Tage, 4 Nächte, um dieser Angst auch zu begegnen. Das ist völlig irrational, die Angst, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass mir am Berg nachts jemand da schlägt, ist geringer als in der Maria-Hilfer-Straße oder Maria-Theresien-Straße. Also, und andere verstehen diese Angst auch nicht, nämlich jene, die sie nicht haben. Andere haben aber Angst vor Verarmung. Im Coaching sitzen bei mir Leute, die Double Income, No Kids und sagen, ich hätte ein neues Jobangebot, aber da verliere ich 2.000 Euro pro Monat. Ich weiß, das wird mich wahrscheinlich glücklicher machen. Das ist sinnerfüllter, aber 2.000 Euro, weißt du, das ist schon viel Geld. Ich sage, hey, ihr habt den Kredit abgezahlt, oder? Ihr verdienst zu zweit. Ihr habt viel auf der Kante. Du kommst da durch, oder? 1 Jahr, 2, schon 3 Jahre kann man leisten. Ich bin beide nicht arbeiten. Und trotzdem hat er Angst. Scheiß viel Angst. Und unter dem Punkt kannst du sie nur respektieren. Weil Angst ist immer subjektiv. Und Achtung, jetzt wird es wieder wichtig. Die Angst ist okay. Das Neue braucht sogar die Angst, um sich vorzustellen. Die Angst ist die Türsteherin. Die Angst, die meldet deinem System, Achtung, da kommt was. Und dann kannst du wieder in die Schichtung 1 gehen, Bewusstwerdung und sagen, was kommt denn da? Was sind die Optionen? Was sind die Möglichkeiten? Was zeigt sich hier in meinem Leben? Und unter Angst sagst du dann, oh super, dass du meine Verbündete bist und meine Türsteherin und mich darauf hinweist. Aber eines sage ich dir auch, gell? Du bist hier nicht Reiseleiterin. Nein. Also nehmen wir die Angst, setzen sie auf unsere Schulter, als unsere Verbündete, in unser inneres Team. Da drin ist auch der kleine Matthias, der 10-Jährige, da drin ist mein toter Vater, da drin ist mein Bandscheibenvorfall. Ich habe ganz viele Rollen da in meinem inneren Team, mit denen kann ich reden. Wenn große Entscheidungen anstehen, sage ich, Bandscheibenvorfall, was sagst du? Und dann fängt er an und sagt, ich glaube, du nimmst du wieder zu wichtig. Aber eines sage ich da, wenn du glaubst, du bist so relevant, dann komme ich wieder. Dann dominiere ich dich. Und die Angst sagt vielleicht, überlegst du genau folgende Risiken, folgende Chancen. Und die Angst hat immer wieder natürlich das Bedürfnis, Kontrolle zu übernehmen. In den Pilotenstand zu stehen. Reiseleitung zu übernehmen. Und du musst sie immer wieder vom Platz verweisen und sagen, ich respektiere dich. Das ist Teil von mir. Aber du dominierst mich nicht. Du kontrollierst mich nicht. Du reitest mich nicht, sondern du bist meine Verbündete. Weil Menschen haben Angst und ich bin ein Mensch, das ist okay. Aber ich lasse mich nicht dominieren. Wenn die Angst zur Obsession wird, dann wird es krankhaft.
Und dann ist die Angst der Feind der Entfaltung. Aber dass Ängste grundsätzlich dazugehören zum Menschsein, check, gehört dazu. Gerade beim Loslassen. So, also wenn du mit durch dieses Modell gehst, auch in deinem Leben, was bist du bereit loszulassen? Wenn dich das irgendwie erreicht und berührt, dann nimm vielleicht ein Schaumbad heute Abend oder geh aufs Laufrad oder einen Waldspaziergang oder eine Diskussion mit deiner Frau oder mit deinem Sohn oder whomsoever. Eine Begegnung. Aber meditiere auf die Frage, was bin ich bereit loszulassen? Vielleicht einen Schmerz? Vielleicht eine Enttäuschung? Vielleicht ein Excel-Sheet? Vielleicht eine Angst? Vielleicht einen Energiefresser? Vielleicht ein Stück Materie? Mein drittes Auto? Vielleicht die Erwartungen meines toten Vaters, die mir nicht gut tun? Vielleicht eine Krankheit, die mich eigentlich beschützt vor irgendwas oder abhält von etwas? Vielleicht bin ich bereit, loszulassen Ziele, die Vergangenheit, die Zukunft. Wir können ganz viel loslassen. Wir sind wilde Geschöpfe, gebeutelt von allen möglichen Sachzwängen, also Kreditraten, Ehepartner, Triebe, Hormone. Ich sage nicht, dass wir völlig frei sind, aber ich sage, wir sind schöpferische Wesen. Mit einem freien Willen. Der freie Wille bleibt immer erhalten und da gibt es keine Ausrede. Wenn Viktor Frankl in 4 Konzentrationslagern vom freien Willen gesprochen hat, dann sind wir nicht in der moralischen Position zu sagen, das gilt aber nicht für mich. Weil, wie bringe ich es meiner Mama bei? Mit 53. Ne? Es gibt Leute, die mit 64 in Coachings kommen und sagen, mein Vater hält mich für einen schlechten Arzt. Und ich sage, dein Vater ist tot, oder? Und er ist immer noch Passagier seines Vaters, der Erwartungen seines Vaters mit 64. Also das ist eine Entscheidung, ist eine Haltungsfrage, eine Haltungsfrage. Loslassen ist hier das Thema. Und dann geht es in die Schichtung 3. Mit der eigenen Berufung verbinden oder mit dem inneren Ort. Das ist... Was machst du gern? Was kannst du gut? Was waren Leidenschaften, Träume deiner Jugend? Die legen Fährten, diese Fragen legen Fährten in deine Berufung. Was ist die Stimme deines Herzens? Das ist ein Foto vom flammenden Herzen, vom brennenden Herzen und vom Kloster Planegg. Da war ich immer wieder 8-mal schon eine Woche fast. Großartig. Rückzug, wahrnehmen, bewusst werden, loslassen. Nämlich ein paar Kilo, aber auch ein paar Marotten im Schädel. Und ein paar fixe Ideen und dann auch das Herz öffnen. Otto Sharma, MIT, also harte Währung, Wissenschaftler, der spricht vom inneren Ort. Jene, die sagen, das ist mir ein bisschen zu esoterisch oder ein bisschen zu blumig oder so. Nein, das ist hart evidenzbasiert hier. Es ist ein systemisch integrales Modell für jene, die sich für die wissenschaftlichen Hintergründe interessieren. Otto Sharma spricht vom inneren Ort, landläufig würde man sagen, von der Stimme des Herzens. Und wenn du jetzt sagst, ah, mein Herz redet aber nicht, dann sage ich, dann hast du noch nicht zugehört. Dann ist es halt eine Fremdsprache, die du lernen musst. Vielleicht im Erwachsenenalter. Jedes Herz spricht. Jedes Herz. Das ist nicht meine Einbildung. Das ist Erkenntnisstand jeder Hochkultur, jeder Religion. Sämtliche Religionen der Weltgeschichte und sämtliche Hochkulturen hatten das Herz als eine besondere Instanz. Vivian Dittmar, das innere Navi, wunderbares Buch, das etabliert 5 Formen des Denkens. Ratio, Intuition, Herzintelligenz, Inspiration und Absicht. Vivian Dittmar, das innere Navi. Also das Herz ist eine Instanz, die sagt eher, ja, nein, die redet nicht viel, die redet nicht laut. Und jene, die sagen, meines spricht aber nicht, die sind eingeladen, diese Fremdsprache zu lernen. Das Herz spricht leise, aber klar. Oft kommen Menschen zu mir ins Coaching bei Berufsentscheidungen und dann höre ich ihnen zu, 10 Minuten, 15 Minuten. Und dann sage ich, du hast ja schon entschieden. Sie sagen, ah, deswegen bin ich ja da, ne? Ich muss entscheiden erst mit dir. Und so. Also, du hast schon entschieden, dein Bauch, also intuitiv hast du Klarheit.
Und dein Herz hat auch Klarheit. Und bei manchen ist es vielleicht nicht so klar, aber dein Kopf ist noch nicht mitgekommen. Du hast noch nicht rationalisiert, weil das Kopf, der ist immer im Monkey Mind. Ne? Der Kopf macht Stricherlisten und sagt, Jobwechsel, ja oder nein. Dann macht er 5 Pro-Argumente, 3 Negativ-Argumente, ja, mach mal's. Am nächsten Morgen sagt er, na, 7 Negativ-Argumente, nur 6 Pro-Argumente, ah, machen wir doch nicht. Und dann sagt er, na, man muss ja das Argument 2 auf der linken Seite mit dem Faktor 0,7 gewichten, während man Punkt 3 auf der rechten Seite mit dem Faktor 1,5 gewichten muss. Wie ein Affe hupft die Ratio mit dir von Ast zu Ast zu Ast. Die großen Lebensentscheidungen kannst du nur im Verbund von Ratio mit Bauch, Intuition und Herzintelligenz treffen. Das ist meine Erfahrung. Und da geht es um den inneren Ort. Welche Talente, Fähigkeiten, Leidenschaften, Sehnsüchte pulsieren in dir? Und dann kommt eben Aristoteles und sagt, okay, deine Berufung liegt dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Also stell dir vor, deine Talente sind ein Fluss. Wir gehen in die Zielgerade. Stell dir vor, deine Talente sind ein Fluss. Und die Bedürfnisse der Zeit sind auch ein Fluss. Achtung, Covid-Zeit, Corona-Zeit. Die Bedürfnisse der Zeit ändern sich jetzt gerade massiv. So massiv wie nie zuvor in der Geschichte, jedenfalls unserer Generation. Das heißt, auch deine Berufung mag sich mit ändern. Was kannst du gut? Was machst du gern? Was berührt dein Herz? Und wo kann man das jetzt brauchen? Gerade auch unter den sich ändernden Rahmenbedingungen. Und dort werfe Anker. Dort gehst du dann in die Schichtung 4, die heißt Form geben. In der Startup-Community sagt man Crystallizing oder Prototyping eigentlich, also Prototypen machen. Du kannst nicht von dir erwarten, dass du, wenn du was Neues beginnst, sofort als Meister beginnst, sondern du bist ein Lehrling. Aber nachdem du möglicherweise schon einiges andere im Leben gemacht hast, kannst du quasi beim Leben beantragen eine Verkürzung der Lehrzeit. Weil du sagst, ich habe schon anverwandte Gewerke gemeistert, ich habe viel Erfahrung und deswegen werde ich relativ schnell vielleicht auch in die Schichtung, dann über die Formgebung in die Schichtung 5, in die Meisterschaft kommen. In die vollumfängliche, ins vollumfängliche Sein und Tun. Ja, das ist die Fünfer-Schichtung. Meisterschaft. Also die Management-Literatur würde sprechen von Performance. Die Psychologie würde sprechen von Flow. Dort, wo die Malerin mit dem Pinsel verschmilzt und aus Zeit und Raum kippt, dort, wo du eine Präsentation machst als Dienstleistungsunternehmerin und einfach merkst, wie lange hat das dauert? Irgendwie war ich da und zwar so voll da und doch fast unwirklich verbunden mit dem Hier und Jetzt, ich kann es gar nicht mehr fassen. Dort, wo ein Kletterer von der Wand runterkommt und ich frage ihn, wie um alles in der Welt kannst du dort Griffe finden in diesem Felsen? Und der sagt, ein Freund von mir, weißt du was? Die Griffe finden mich. Das ist Flow. Das ist Performance. Das ist vollumfängliches Sein und Tun. Das ist Verkörperung. Das ist Schichtung 5. Und wir reifen aber dorthin über Prototyping, Crystallizing. Beim Formgeben Schichtung 4 musst du eben verschiedene Dinge probieren. Schick verschiedene Prototypen los und die vor deinen Beinen abstürzen, nicht weiterverfolgen. Fail quickly to learn fast, sagt die Startup-Community. Also schnell Fehler machen, scheitern, um rasch zu lernen. Fehler machen, wunderbar, unbedingt. Erlaubt dir Fehler zu machen, aber erlaubt dir nicht zweimal denselben Fehler zu machen. Unter denselben Bedingungen. Das ist Dummheit. Oder falsch verstandene Langatmigkeit. Ne? Das ist falsch. Sondern die Prototypen, die tragen, dort dann würde die Startup-Community von ihrem Wording her sagen, die musst du skalieren. Dort wirst du dann Geld drauf, Aufmerksamkeit, Liebe, zeitliche Widmung. Und die tragen dich dann in die Meisterschaft. Und das Schöne, jeder von uns kennt diesen Zustand von Meisterschaft. Sei es in privaten Rollen oder im beruflichen, dass du sagst, boah, das habe ich wirklich gut gemacht als Mutter. Und am nächsten Tag kommen ja eh wieder Zweifel möglicherweise. Ne? Aber sei es als Vereinspräsident, Stunden des Flows, sei es als Sportlerin, wo du was erreicht hast als Bergsteiger, sei es in deinen Berufen, natürlich. Und Achtung, wichtig, und damit komme ich zum Schluss,
Meisterschaften reifen dann auch wieder ab. Und dann beginnt der nächste Zyklus der Entfaltung. Über die Schichtung 1, über das Bewusstwerden. Aha, die Zeit ist vorbei für mich. Jetzt in einen Unternehmer gehabt, der im Workshop, der nach der Mittagspause gekommen ist und gesagt hat, und jetzt habe ich beschlossen, ich höre auf. Bist du deppert? Ein paar Sessel neben ihm ist einer gesessen in derselben Branche. Der ist fast vom Sessel gefallen. Der hat gesagt, wie kann der nur? Der hat einen fixen Kundenstock, der hat den dreifachen Tagessatz im Vergleich zu mir. Der ist dort, wo ich sein will. Ja, der ist in der Meisterschaft. Aber alles hat seine Zeit. Der hat erkannt, und die ist jetzt auch abgereift. Und damit betritt er den Zyklus, den nächsten Zyklus über die Einserschichtung, eins Bewusstwerdung, es reift ab. Oder wenn die Leute in Pension gehen zum Beispiel. Oder wenn ich sage, es ist Zeit, dem loszulassen, obwohl ich den Job gut machen kann. Und dann gehe ich übers Loslassen in die Schichtung 2, dann 3, Verbindung mit dem inneren Ort, mit meinen Talenten, Potenzialen, Leidenschaften, Bedürfnissen. Dann wieder in die Formgebung und komme wieder hoffentlich in der Meisterschaft an. Das ist das Wundermatch, das ist Entfaltung. Dafür wünsche ich dir alles Gute. Und bitte den Matthias zurück herein. Vielen, vielen Dank, Matthias. Gib mal eine oder viele, viele Einsen rein. Gerne auch Herzen, Applaus. Einfach mal Feedback für den genialen Vortrag, für diese wundervollen Impulse. Also sehr, sehr cool, Matthias. Wirklich sehr bewegend. Danke dir. Du merkst auch an den Feedbacks hier rasselt förmlich die Einsen. Wahnsinn. Ja, sehr cool. Sehr inspirierend, Matthias. Danke dir. Gerne. Auch die Art und Weise, finde ich, wie du referierst, auch da wirklich klasse. Genau, Bernd sagt ja auch sehr cool, danke. Ja, ich bin nicht ganz scharf im Bild, aber ich bin auf Tournee, wenn man so will. Ich bin am Mondsee gerade und habe mich aufs Hotelzimmer geflüchtet und deswegen, ich hoffe, die Tonqualität war sauber. Das Bild ist ein bisschen... Ja, gebt doch mal gerne rein. Also sowohl Bild und Ton haben wir Ihnen doch auf jeden Fall genossen. Oder was sagt ihr? Okay. Dann gerne mal das rein. Auf jeden Fall danke, Matthias. Genau. Und der Hintergrund, die Tapete, auch auf jeden Fall auch was Außergewöhnliches. Schlosshotel Mondsee, herzlich willkommen. Bin nicht beteiligt, aber es ist ein schönes Haus. Sehr schön, perfekt. So, Matthias, oder beziehungsweise erstmal an euch. Wenn ihr natürlich Fragen habt, schreibt die gerne jetzt noch rein. Matthias gibt uns noch ein paar Minuten. Und wenn ihr schon die Chance habt, so einen großartigen Referenten vor euch zu haben, dann nutzt auch wirklich die Chance, wenn es ums Thema Talente geht, da auch wirklich noch den ein oder anderen zusätzlichen Impuls mit abzustauben. Weil ich finde, gerade wenn es so die wenigsten achten ja wirklich auf ihre Talente und leben die wirklich aus. Die meisten Menschen kennen sie ja noch nicht mal. Ne? Wie viele immer so schön sagen, ach, ich kann eigentlich nichts besonders gut. Genau. Diesen Standardsatz. Darauf werden wir ja auch leider konditioniert und trainiert. Ne? Also in Deutschland gleichermaßen wie in Österreich, Schweiz auch nicht viel anders. Unser Schulsystem ist hochgradig defizitorientiert. Frage eine 13-Jährige, was sind deine Talente? Also die ruckelt im Sessel nach hinten und sagt, oh, weiß es gar nicht. Frag dieselbe Person, wo bist du so ein richtiger Loser? Wo können wir dich nicht brauchen? Dann erzählen sie uns von Erlebnissen, seit sie 7 sind, wo wir ihnen mit dem Rotstift drüber fahren. Die schlechteste in Englisch und steh auf, Markus, bist du elend in Mathematik und Axel nicht lachen, dich können wir in Deutsch nicht brauchen. Boom. Und dann wundern wir uns, dass sie keinen Zugang zur Berufung finden, ja, weil sie nicht einmal die Frage beantworten können, was das eigene Talent ist. Ja, genau. Und dann sagen viele so nach dem Motto, ja, Hauptsache nach dem Motto, du verdienst später Geld, ja, mach das, wo du Geld verdienst. Das ging bei meinen Eltern auch damals so. Darum war bei mir damals das erste Studium auch. Meine Eltern haben gesagt, als ich Abitur gemacht habe, oder Matura, wie ihr es so schön sagt, Junge, mach was Vernünftiges. Was war das Vernünftige? Jura, Medizin, Wirtschaftsingenieur. Ich habe mich dann fürs kleinste Übel entschieden, in Wirtschaftsingenieur. Und als ich dann meine Diplomarbeit über das Umwelt- und Konsumverhalten von Studenten im Umgang mit thermischer und elektrischer Energie geschrieben habe, genau, ich sehe es in der Begeisterung, so ging es mir auch, dachte ich plötzlich, was machst du hier eigentlich für einen Scheiß? Habe von einem auf den anderen Tag meine Leidenschaft, Sport, Psychologie und Ernährungswissenschaften zu studieren. Und komischerweise, das Spannende ist, wo ich mich vorher durchgequält habe, habe ich plötzlich, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, die mal eben einen Monat verkürzt, aber ich hatte ein klares Ziel vor Augen. Ich wusste, ich mache etwas, was mich mit Leidenschaft erfüllt. Und plötzlich war die Diplomarbeit sehr schnell weg, abgegeben. Und ab 1. April habe ich dann nachher meine Leidenschaft studiert. Meine Eltern hielten zwar für einen Aprilscherz,
Super. Und dann ist natürlich, das Geld ist die Folge, behaupte ich. Also wenn du in deiner Berufung lebst, dann folgt das Geld. Das ist ja naturgesetzlich. Genau. Geld ist kein Ziel, Geld ist ein Resultat am Ende. Das Ergebnis Genau. ist das, genau. Das Absolut. ist die Folge. Und wenn du in etwas gut bist, dann kannst du mit allem Geld verdienen, das ist klar. Das Absolut. ist, ja, und das sieht man ja. Das siehst du eben auch an Sportlern, auch bei uns ja, wenn du einen Sebastian Vettel nimmst oder auch einen Schumacher oder auch viele Fußballer, Ronaldo oder Messi, die spielen doch nicht wegen des Geldes Fußball. Ja? Die lieben das, was sie tun. Und das siehst du denen halt an und dann bist du auch bereit, viel Zeit zu investieren. Ne? Das ist ja. Ja. Ich sehe, Matthias, ich sehe hier Fragen. Darf genau, ich die wir wollen jetzt auch aufgreifen? darauf eingehen, genau. Ist okay, also der Ja, Daniel wir Reichert gehen jetzt auch fragt. darauf ein, genau. Also einmal war es hier, der Daniel hat gefragt, Ja. was ist dein großes Warum, Matthias? Ja, Daniel, das habe ich oft schon auch erzählt, öffentlich. Ich bin ein Gärtner des Lebens. Ich kultiviere, also das ist eher die andere Frage, wozu? Ich kultiviere soziale Felder. Und warum? Um die Lebendigkeit zu fördern. Das ist meine Metaberufung. Das ist ein Konzept, das ich in dem Buch auch eingeführt habe, weil ich glaube, dass eben mein Vater sein, mein Autor sein, mein Startup-Unternehmer sein, mein Organisationsentwickler sein, mein Coach sein, mein Publizist sein, mein Filmmacher sein, mein Parteigründer sein, alles Formgebungen dieser Meta. Es sind in sich Berufungen auch, die sich aus der großen Meta-Berufung ableiten. Und die Klarheit darüber habe ich bekommen im Wald damals, bei der Vision Quest. Und ein schamanisches Ritual, jene, die sagen, ich will es wissenschaftlich haben, ist von Paul Revillo auch vermessen als wissenschaftsbasiertes Persönlichkeitsformat, als sogenannte Heldenreise. Aber Vision Quest, Zehntausende machen das jährlich, junge Menschen, Frauen wie Männer mittlerweile in den USA, kommt in Europa immer mehr. Und die schamanische Metapher war die indianische, First Nation, USA, Mittel- und Südamerika. Die haben ihre jungen Männer rausgeschickt, um dort, bevor sie in den Stand des Erwachsenen geholt wurden, um dort das Lied des Lebens zu erfahren. Und das ist eine Metapher, die auch die Kübler-Ross verwendet hat, die Begründerin der Sterbeforschung. Wenn du auf deinem Sterbebett sitzt und dein Leben dann betrachtest, interessiert die Menschen sehr, habe ich authentisch gelebt? Habe ich mein Lied gesungen? Mein Lied des Lebens? Und da haben wir gedacht, wow, die Indianer denken gleich wie die Kübler-Ross, Schweizerin. Jetzt will ich wissen, was ist mein Lied? Und ich habe es tatsächlich bekommen da draußen. Du bist ein Gärtner des Lebens. Kultiviere soziale Felder. Das war sehr berührend für mich. Sehr banal, unkonkret gefühlt im ersten Moment. Und bin heimgekommen nach den 5 Tagen. Und jetzt ist nichts anderes, aber es war eine interessante Erfahrung. Und dann hat es einfach klack, 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 klack gemacht in meinem Leben und sind Dinge passiert, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Also auf irgendeiner Ebene hat es mich da geklärt, die jenseits des Verstandes ist, sondern das ist auf einer Herzensebene hat es mich geklärt, auch der innere Ort. Berufswunsch war Lehrer. Als kleiner Bub, fragt die Susanne. Ich wollte Lehrer werden, vielleicht bin ich sowas Ähnliches sogar geworden. Ja. Absolut, absolut. Auf jeden Fall. Genau, dann gibt es ja noch die Frage, was würdest du empfehlen, um eigene Interessen und die eigene Persönlichkeit zu entdecken, wenn man bisher das ganze Leben lang nur Passagier der Erwartungen anderer war? Das Loslassen, die Erwartungen loslassen, die machen dich krank. Ich hab einen Bekannten, der schon älter und in Pension und ist sehr unglücklich, weil sein Vater ihm verboten hat, in der Garage seine Selbstverständlichkeit verwirklichen zu können. Das hat er dem Vater nie verziehen. Der Vater ist längst tot und er selbst hat also mehrere Bypässe und Herzensthemen, weil er nicht losgelassen hat. Diese Erwartung seines mittlerweile toten Vaters oder diese Verhinderung, diesen Vorwurf an seinen Vater. Also das Erste wäre loszulassen, zu sagen, was ist meines? Wir müssen lernen, unsere Eltern zu lieben. Dead or alive ist völlig egal. Wir können selbst, wenn die Eltern verstorben sind und selbst wenn sie es nicht so gut gemacht haben mit uns, die Hypnotherapie sagt, es ist nie zu spät, die richtige Kindheit gehabt zu haben. Ich darf sie liebevoll umarmen und dann lasse ich sie aber auch gehen und halte sie gleichzeitig. Danke für alles, was ihr für mich gemacht habt. Und das, was nicht in Ordnung war, das gebe ich euch jetzt zurück.
Das wird mich nicht weiter beschäftigen. Es ist deines, nicht meines. Ich miste aus in meinem Sturmgepäck fürs Leben. Alles, was ich mitbekommen habe und was meines ist und zu mir passt und mir gut tut, das nehme ich mit, den Rest haue ich raus. Und dann an den anonymen Zuschauer, und dann eben schaffst du es nur aber in einem wirklichen Einkeschwung bei dir selbst. Wir können das nicht en passant machen zwischen zwei TikTok-Videos, oder, sondern wir müssen den Einkehrschwung bei uns selbst kultivieren. Und der ist bei dir anders als bei mir. Für mich sind es Berge, Natur, Fasten. Für andere ist es eben Schaumbad, auf dem Fuß des kleinen Kindes meditieren und mit dem Einschlafen, Yoga. Es gibt viele Wege und es gibt 1000 Bücher drüber und nochmal 1000. Und wichtig ist, dass du einen, zwei, drei Wege für dich einfach auch kultivierst. Dass du diese Wege in die Meisterschaft führst. Das ist eine Frage der Selbstführung. Und dann bist du auf dem besten Weg, Pilotin zu sein. Fette Pilotin, bist du narrisch oder Pilot. Das kann jeder von uns lernen und jeder hat auch Erfahrungen von Momenten, wo es auch schon einmal war. Also wir können auch Erfahrungen abrufen dazu. Und die stärken uns dann auch. Ja, sag ich. Matthias, welche drei Dinge würdest du deinem 18-Jährigen, wenn du dein 18-jähriges Ich triffst, den 18-jährigen Matthias, welche drei Dinge würdest du dem mitgeben? Ja, hör auf die Stimme deines Herzens. Das habe ich begonnen zu kultivieren mit 16, aber hätte es mit 18 noch nicht ganz verstanden gehabt, in der Dimension, wie ich es heute verstehe. Dann hör auf deinen Körper. Ich habe mit 18 und auch noch später ein ganz schlechtes Körpergefühl gehabt, Verständnis. Das hat mit meiner, ich habe eine sehr glückliche Kindheit und beschwere mich nicht. Ich habe so viele tolle Sachen in meinem Rucksack gehabt. Aber ich habe auch drin gehabt, dass ich halt, ich bin ein Bergbauernkind und da ist der Körper ein reines Arbeitsinstrument. Wenn er nicht wehtut, am Abend hast du nicht ausreichend gearbeitet. Und dann wurde ich zur Stadtpflanze, zum Kopfarbeiter und dieses Körperverständnis war natürlich gefährlich. Ja? Weil du, der Kopfarbeiter, der erst bei körperlicher Erschöpfung aufgibt, ist natürlich ein Grenzgänger hin zum Burnout, anders als der Handwerker, der am Abend auf sein Werk schaut und sagt, irgendwie fühle ich mich erschöpft und fühlt sich gut an. Also ja, ich würde meiner 18-Jährigen sagen, der Körper ist dein Tempel. Du bist, und ich würde dann im dritten sein spirituelles Erwachen versuchen zu nähern und zu sagen, ja, du bist ein außerzeitliches Wesen und du hast beschlossen, hier auf diesen Planeten zu kommen und du wurdest gebeten in Raum und Zeit und das ist ein großes Abenteuer und du hast 5 Sinne bekommen und einen Körper, das ist ein Fahrzeug und dafür haben wir dir den Blick auf die Unendlichkeit vernebelt. Das ist der Deal für die Jahrzehnte, die du hier bist, als Fleischling, als Erdling, gebunden in Raum und Zeit. Du bist vergänglich, aber du bist in die Entfaltung berufen. Blühe, 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 so üppig wie ein Kirschbaum im Frühling und trage reife Früchte im Sommer. Das hätte ich ihm gesagt. Und er hätte es verstanden, aber es hat mir niemand gesagt. Ja, danke dir, Matthias. Eine Frage auch vom Alexander, die direkt aus dem Chat kommt. Er sagt, Angst vor dem eigenen Potenzial. Was fällt dir dazu ein, Matthias? Was sagst du einer Person, die sich ja zu wenig zutraut und das innere Feuer wecken muss, aber nicht weiß, wie? Das ist eine häufige Krankheit, wenn man so will, oder halt eine Krankheit, ich will es nicht pathologisieren. Das ist vor allem ein Frauenthema. Also wir Männer haben ja eher das Trump-Syndrom, so irgendwie Genieverdacht gegen uns selbst. Wir werden auch immer ein bisschen mehr, wir nähern uns an. Ja? Immer mehr Frauen kriegen das Trump-Syndrom, immer mehr Männer das sogenannte Jonas-Syndrom. Trump-Syndrom hab ich erfunden. Jonas-Syndrom führt direkt zur Frage, kann man googeln? Das ist tatsächlich ein psychologischer Befund. Wenn man so will, Jonas-Syndrom ist die Angst vor der eigenen Größe. Die haben sehr viele Frauen. Die Angst, sich zu zeigen, sich zu manifestieren. Und da würde ich sagen, just do it. Also die Angst ist okay, aber lass dich jetzt nicht von der Angst, die Angst ist nicht die Reiseleiterin für deine Entfaltung, sondern die sagt, okay, da gibt es Risiken, da gibt es Chancen, ja, und so weiter, schau genau hin. Schau genau hin, Susanne, Hermine, Lukas, Ali, whomsoever. Aber
Du musst dann sagen, und jetzt auf die Plätze setzen. Ich bin hier Reiseleiterin, ich bin Pilotin. Und dann in Schichtung 4 gehen. Also gut mit dir selbst verbinden und sagen, da wohnen wahnsinnige Potenziale in mir. Also know yourself, erkenne dich selbst. Genau die drei Schichten durchgehen. Bewusst werden, loslassen, verbinden mit dir selbst. Und dann beherzt in Formgebungen gehen. Und auch okay, wenn du mal auf die Schnauze fällst. Aufstehen, nächste Formgebung und dann sagen, eines ist klar, ich bin geborgen in die Gewissheit, dass ich in die Meisterschaft reife. Und wo darf ich sogar selbst Richtung geben? Ich bin geborgen vom Fluss des Lebens. Ich muss nicht gegen den Fluss anschwimmen. Das tun wir in der ersten Lebenshälfte. Vor allem die Männer, ne? Mit unserem Testosteron, Sturmdrang, kämpfen, erobern. Zweite Lebenshälfte. Ich beginne zu verstehen, ich darf fließen. Im Fluss des Lebens. Ich liege da drauf. Aber ich bin eben lebendig. Ich kann Ziele ansteuern im Fluss des Lebens. Ich kann erkennen, dass da Objekte an mir vorbeischwimmen. Ich kann nach ihnen greifen. Ich kann Inseln ansteuern, kann aussteigen, kann einsteigen. Geil. Im Fluss des Lebens, baden, die pralle Lebendigkeit. Aber ich muss mir selber die Freiheit geben. Und wenn ich die nicht verspüre, heißt das, dass ich davor irgendwas noch loslassen muss. Nämlich die Erwartung, dass ich eben zum Beispiel nicht, das sagen wir vor allem den Mädchen, sagen wir, den Burschen freuen wir uns ja eh als Eltern, das war früher noch viel Ärger, ne? Aber die Burschen durften einer tanzen ins Wohnzimmer und da irgendwie den Held spielen. Aber bei den Mädels war das Kommando direkt oder indirekt, Piano, nimm dich nicht so wichtig. Ne? So irgendwie, wie wir haben mal vor 30 Jahren mal noch gesagt hat, ja, was ist denn, die Bildung ist ja verschwendeter, die wird ja später ohnehin kochen. Und Kinder erziehen. Das ist nicht sehr entfaltungsfreundlich. Ich halte Kinder für eine der größten Entfaltungen, die wir haben können. Aber das Schöne ist eben, erstens leben wir doppelt so lang. Zweitens, wir Menschen können mehr als parallel sein. Nein, wir können nicht, wir sind mehr als parallel. Wir können schwul sein und Pfarrer. Das ist für die Generation Set völlig logisch. Unsere Großeltern haben das gar nicht für möglich gehalten. Unsere Generation mittendrin, wir haben es für möglich gehalten, für ein bisschen schräg. Das ist Ambiguitätstoleranz, Widerspruchstoleranz. Da braucht man viel mehr heutzutage, weil die Welt in allen Farben flimmert. Und ja, auch du, wer immer die Frage gestellt hat, du bist so viel. Und du bist jedenfalls mehr als das, was du jetzt bist, weil du bist morgen eine andere. Das menschliche Leben ist ein ewiges Werk. Hin zur Entfaltung bis zum letzten Atemzug. Also auch wenn man, ich bin 48 jetzt demnächst, der Körper beginnt zu vermelken. Aber ich werde mich entfalten, hoffentlich bis zum letzten Atemzug. Und die größte Entfaltung ist der Tod. Natürlich habe ich Schiss davor, weil es ist ein Entfaltungsakt unglaublicher Dimension. Das ist keine Frage. Absolut, absolut. Der Gabriel fragt, ich habe vor 2 Monaten einen neuen Job in Kopenhagen angenommen. Er schien perfekt, genau das, was ich studiert habe. Kreative Aufgaben, tolles Team, internationales Projekt. Und jetzt bin ich todunglücklich und weiß nicht, ob es am Job liegt oder an Corona, Isolation oder weil alle meine Freunde und Familie in Österreich sind. Hast du Tricks, wie man besser auf sich selbst hören kann? Mir fällt es oft schwer, Kopf und Bauch zu unterscheiden. Ja, das verstehe ich, Gabriel. Du wurdest ja auch nicht trainiert drauf. Du wurdest trainiert 20 Jahre auf Kopf. Ein Patenkind von mir, Physiker, hat sein Doktorat abgeschlossen und dann kam die größte Entscheidung seines Lebens. Bleibe ich in der Wissenschaft, extrem globalisierte Disziplin, Innsbruck mit vorne, an der Weltspitze, da haben sie die ersten Teilchen gebeamt. Professor Zeilinger, der dann von den Wienern abgeworben wurde, Mr. Beam. Er hat gewusst, das ist eine Karriere mit sehr viel Wanderzirkus, ne? Muss halt hier ein paar Jahre dort. Er hat auch gewusst, die Familie wühlt auch in ihm, Familienwunsch. So, jetzt hat er versucht, das Problem zu lösen, das bisher größte Problem in seinem Leben. Lebensentscheidung. Wie hat er versucht, das zu lösen? Es hat ihn fast zur Verzweiflung gebracht. Ich beschreibe es in meinem Buch auch. Er war ein Probeleser, also insofern hat er akzeptiert, das freizugeben, die Geschichte. Naja, der ist Physiker. Seit er 5 ist, Kindergarten, Volksschule, Hauptschule, Oberstufe, Studium, Doktoratsstudium. Der wurde 20 Jahre im Kopf trainiert. Hast du ein Problem, dann finde die scheiß Formel dafür. Also kommt er zu seiner größten Lebensentscheidung, also sucht er nach seiner Formel. Nur
He won't get there. Es gibt keine Formel. Warum? Weil die Formel eine Fantasie der Ratio ist und die Ratio macht Monkey Mind mit dir. Hüpft von Ast zu Ast zu Ast zu Ast. Und wenn du sagst, jetzt habe ich einen klaren Befund, 17 zu 14, sagt sie eben, nein, wir müssen einen Ast weiter hüpfen, weil wir müssen die Faktoren da gewichten. Also ja, Gabriel, du musst trainieren. Das ist einfach so, das hat keiner mit dir trainiert. Woher sollst du das können? Du bist wahrscheinlich ein junger Mensch. Alle Trainingsanstalten, in die wir dich gebracht, gesperrt haben, Schulen und so weiter, haben dich im Kopf trainiert. Wie willst du das auseinanderhalten können? Und jetzt lernst du eine neue Fremdsprache, nämlich deinen Bauch, Intuition. Also lies die Vivian Dittmar vielleicht oder meinen Piloten des Lebens, wie auch immer, und trainierst. Du musst den Einkehrschwung bei dir selbst kultivieren und dann wirst du sehr schnell vertrauter werden mit der Sprache. Die Intuition ist das Bauchhirn. Wir haben im Bauch mehr Nervenzellen als im Kopf. Wenn du den ganzen Darm dazu nimmst, es ist eine Rechenleistung, es ist eine unbewusste Rechenleistung, es ist nicht eine göttliche Eingebung nur, das ist eher quasi der Link mit Gott, falls du an Gott glaubst oder ans Universum. Natürlich sind wir eine Funktion des Universums als spirituelle Wesen auch in unserer außerzeitlichen Dimension, aber diese Kategorie ist stärker zu Hause, sogar im Herzen. Der Bauch ist eine Rechenleistung, allerdings eine unbewusste, da sind all deine Erfahrungen drin, aber auch die Erfahrungen deiner Ahnenlinie zum Beispiel. Das habe ich durch Aufstellungen erst verstanden, Familienaufstellungen und halt als systemisches Arbeiten. Aber du wirst deinen eigenen Weg finden. Wichtig ist, dass du Räume dafür kommentierst, dass du in die Schichtung 1 ins Bewusstwerden gehst und das geht nur über Wahrnehmen und Wahrnehmen geht nur durch Innehalten. Also in die Stille gehen, hinhören, hinspüren. Und es wird mit jedem Tag klarer und lauter. Alles Gute. Absolut, danke dir, Matthias. Die Birgit interessiert noch deine Einstellung zu den Bedürfnissen der heutigen Zeit. Die würde sie interessieren. Ja, einige sind beschissen. Ne? Also nachdem ich ein political animal bin, Homo politicus, leide ich an der Politik, weil ich sehe, dass das international effektivste Geschäftsmodell für Politik derzeit die hemmungslose Lüge ist als Standardinstrument, kombiniert mit ganz viel Geld und mit hoher Professionalität. Dieses Modell haben wir in Brasilien, hatten wir unter Trump, in den USA, haben wir in Großbritannien, haben wir in Ungarn, in Österreich haben wir die eleganteste aller Versionen davon. Hurra, Weltmeister. Aber das macht mich traurig. Das ist auch offensichtlich ein Bedürfnis der Zeit. Also die Bedürfnisse der Zeit schillern ja auch in allen Farben. Und nicht jedem Bedürfnis sollen wir Folge leisten. Die müssen wir auch prüfen, die Bedürfnisse. Das ist ja, wenn ich sehe, was meine Kids, drei Töchter, welcher groben Ladung an Scheiße die täglich ausgesetzt sind auf den Social Media Kanälen, denke mal ab und zu. Aber dann schimpfe ich wie ein alter Mann. Also denke mal, ab und zu 30 Jahre Emanzipation sind am Arsch. Ne? Also so irgendwie, da geht es nur um Titten, Arsch und irgendwie Fingernägel. Also wenn so 50% der Influencer folgst im Alter von denen. Dann denke ich mir, was ist das? Haben wir, also ist das das Erbe von alles Schwarzer? und dann denkt man, nein, jede Generation hat eigene Herausforderungen. Wir hatten halt andere. Ne? Keine Ahnung, Tschernobyl, Kalter Krieg, und da haben wir auch unser durchfinden müssen. Und die müssen durch diese Optionen finden. Und ich glaube, ab und zu ist nicht einmal klar, ist es ein Bedürfnis oder eine Erwartung der Zeit? Ich bin ja selbst auch, muss ja auch geben, dass ich schreibe vor allem Bücher, um mich selbst zu führen, um Klarheit zu bekommen. Ja, auch, ne? Bin ja auch oft ein Verwirrter. Und dann bin ich Vortragender und dann steige ich aus der Politik aus und werde Autor und Filmemacher da ein bisschen auch. Geht es da um mein Ego? Also wir müssen uns immer wieder hart auch prüfen. Geht es um Bedürfnisse der Zeit? Sagt es der Gärtner des Lebens in mir, dass ich das machen soll, diese Formgebung? Oder sagt es mein Ego, weil ich den Applaus brauche? Applaus ist Koks für die Seele. Ist es Purpose, der mich treibt, oder ist es Applaus? Ist es die Droge, Öffentlichkeit? Und so muss jeder von uns sich selbst auch schon, finde ich, in die Pflicht nehmen und auch sehr ernsthaft prüfen auf die Bedürfnisse der Zeit, denen ich entsprechen will und diesen inneren Ort. Und dann
Also wachsen wird das, was wir füttern. In jedem von uns wohnt Licht und Schatten. Und wenn wir den Schatten füttern, dann... In mir wohnt ein kleiner Nazi. Ich bin ihm schon begegnet. Da sind manche ganz geschockt, der Deutsche oder Österreicher. Darf man das sagen? Ja, das ist eine Form der Bewusstwerdung. Irgendwo ist er da drin. Und ich weiß, wenn ich ihn füttern würde, wird er groß. In jedem von uns wohnt ein kleiner Nazi. In jedem von uns wohnt ein kleiner Jesus. Oder keine Ahnung, in jedem von uns wohnt Licht und Schatten. Groß wird das, was wir füttern. Das ist unsere Pflicht und Aufgabe als Mensch. Beachtung bringt Verstärkung, absolut. Ja. Ja. Absolut. Die Alexandra, noch die allerletzte Frage. Die Alexandra sagt, sie hat hier wieder Motivation gewonnen, auch sich zu trauen, ihr Angestelltenverhältnis loszulassen und in die Selbstständigkeit zu gehen. Und sie sagt, er hat das schon mal gemacht, dass sie ihren beruflichen Werdegang komplett auf den Kopf gestellt hat und ist jetzt so wieder so dabei, dass sie mit den Hufen scharrt und fragt dich, ob du auch wieder als Coach verfügbar bist. Ja, punktuell. Schlechte Nachricht ist, ich bin ein bisschen im Robin Hood-System unterwegs. Also ich habe ein Drittel meiner Arbeitszeit ist ehrenamtlich, weil ich ja auch Schirmherr bin und Advisory und Beirat in Social Startups und Initiativen, Vortragender für Vereine und was alles. Und deswegen dort, wo ich dann gegen Bezahlung arbeite, ist der Tarif recht hoch. Bei Corporates bin ich da lange ich ordentlich zu, muss ja auch mit einer Familie ernähren und will auch meine Lebensqualität haben, auch in materieller Hinsicht. Und deswegen gibt es nicht sehr viel Coaching-Slots. Weil Ehrenamt ist immer auf ein Jahr vorher ausgebucht, weil ich an und für sich Kontingente kommentiere an Initiativen oder Social Startups oder Social Impact Entrepreneure oder Vereine. Aber gerne ein Mail einfach an matthias@strolz.eu und dann schauen wir es uns an, ob du ein Corporate-File bist oder ob du ein Privat-File bist. Dann gebe ich die Konditionen durch und falls die nicht passen, dann nenne ich auch immer andere, wo ich glaube, sie könnten in Frage kommen. Und dann gibt es offene Workshops, die unentgeltlich sind oder die ich für Non-Profit-Organisationen mache mit 15 Euro Eintritt und das geht dann bis Projekt in Indien. Also es gibt immer von bis. Ne? Es gibt Tagesworkshops mit mir, die kosten über 1.000 Euro pro Nase und es gibt auf strolz.eu dann auch immer wieder ausgeschilderte Sessions, die kostenfrei sind. Das ist auch für mich immer wieder verwirrend und seltsam, aber so habe ich mich halt einmal entschieden dabei. Die Ulrike fragt noch, weil du gerade gesagt hattest, die Investition ist recht hoch, fragt, ob es dazu auch konkrete Zahlen gibt. Ja, also bei Corporates gehe ich hinein mit einem Stundensatz von 550, 600. Ja, und offensichtlich bei Social Business oder Social Startups oder Ehrenamtlichen bei null. Also das ist jetzt eigentlich sehr seltsam. Ich habe noch nie öffentlich darüber gesprochen, weil es ja auch sehr verwirrend ist für jene, die zuhören. It's pricing to the customer, wäre das Konzept. Kommen dann auch Leute und sagen, okay, du willst jetzt von mir 250 Euro pro Stunde, das ist schon viel. Ich sage, ja, das ist viel, aber weißt du, ich habe dein Auto gesehen. Und ich bin dir das nicht neidisch. Ich fahre eine VW-Familienkutsche und ich finde, jeder soll das Auto haben, was er will. Aber es ist deine Entscheidung. Schau, es gibt Autos, die sind 20.000 Euro günstiger als deines. Und du willst jetzt mit mir diskutieren, ob wir noch 50 Euro runternehmen von diesem Stundensatz und du kommst nur zweimal. Also welche Priorität hat dein Auto, das irgendwie den Faktor 300 hat gegen den Preis, den du jetzt gerade hier diskutierst? Also so wichtig kann dir diese Lebensentscheidung nicht sein. Oder die Liebe zu deinem Auto ist so scheißgroß, dass wir ziemlich in verschiedenen Galaxien. So schaue ich drauf. Also ich finde, wir müssen einfach auch get your priorities clear. Ich bin ja auch dafür, dass der Staat zum Beispiel einen Erwachsenenbildungscheck an jeden Einzelnen von uns ausstellt. Habe ich sogar ins Parlament eingebracht, Bildungscheck. Ich finde, wir sollten selbst in uns investieren und die Unternehmen sollten in uns investieren und der Staat soll dann sagen, hurra die Gams, der investiert in sich, das Unternehmen auch, weil die Produktivkraft damit noch effektiver wird und der Staat soll sagen, volkswirtschaftlich ist das ein Win-Win und ich lege ein Win drauf.
Leider sind wir nicht an einem Punkt, deswegen kannst du noch keinen Scheck einlösen bei mir. Ja. Aber ich schaue ganz klar drauf als Investition. Und ja, solange wir auf Urlaube gehen und Autos fahren, die mehr als 20.000 Euro kosten, ist es eine Frage der Priorität. Absolut, bin ich bei dir und ich bin mir hundertprozentig sicher, es ist ein Vielfaches von dem Wert und die Frage ist ja, was ist uns unser Glück wert? Ich meine, das ist schwierig in Zahlen zu messen, nur das, was dann an Stundensätzen aufgerufen wird, ist bei einer Entscheidung darüber, dass wir dann ein glückliches, erfülltes Leben führen, einfach nur auf jeden Fall immer zu wenig gewesen. Es ist unbezahlbar im Endeffekt, wenn du das Leben führen kannst, was du lebst durch den einen oder anderen Impuls. Aber ein Freund von mir ist Coach auch, der ist ein Silicon Valley Millionär und der coacht auch so Typen. Dann sage ich, was hast denn du für Pricing? Dann sagt er, auch to the customer und der ist natürlich in ganz anderen Beträgen, wie ich das bin. Noch einmal, der sagt, es muss denen schon wehtun. Und er selbst braucht aber das Geld nicht, weil er Millionär ist. Und er sagt, nein, aber da geht es um eine Austauschbeziehung. Ja, und wenn der kommt, er coacht auch Silicon Valley erfolgreiche Typen und die schaufeln halt ihre Millionen, er sagt, ich kann ja denen jetzt sagen, zahl 500 Euro. Das nimmt ja der nicht ernst in seinem Leben. Also so irgendwie. Wir sollten auch mal im Sinne einer Austauschbeziehung drauf schauen und aber wie gesagt, da müsste ich auch mehr von der jeweiligen Person vis-à-vis verstehen, dann kann ich eine konkretere Antwort geben. Das ist der genau. Also nutzt auf jeden Fall die Chance, geht mit Matthias in den Austausch. Er hatte eben seine E-Mail-Adresse genannt. Ja, matthias@streutz.eu. Streutz.at, genau, so war das, genau. Also auf jeden Fall findet ihr ihn bei Google, findet ihr auch bei Wikipedia und ja, ist ja da. Also Google kennt Matthias da sehr, sehr gut und nicht nur als Google. Und ja, ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank, lieber Matthias. Gib mal gerne nochmal eine Eins rein, nochmal den absoluten Applaus. Danke gerne euch. Nochmal vielen Dank für deine Zeit. War sehr, sehr cool mit dir. Viele Impulse, sehr, sehr wertvoll. Alles Gute. Stark zum Nachdenken an, also sehr inspirierend, also auch für mich. Darf ich dir wiedergeben? Danke dir. Und ja, damit werde ich dich erstmal verabschieden, Matthias. Ja. Alles Gute euch und man sieht sich immer zweimal im Leben, also mindestens. Heiter weiter für jetzt und bis auf irgendwann. Ciao. Alles klar. Danke dir, Matthias. Und ja, an euch, ich werde auch mich gleich verabschieden, möchte aber bevor ich noch an meinen lieben Kollegen weitergebe, euch noch einen Impuls mitgeben, vor allem der für eure Kinder sehr spannend ist. Und wenn ihr zum Beispiel mit Schulen zu tun habt, wie viele von euch haben denn Kinder, die Schule besuchen? Gebt mal bitte eine 5 in den Chat. Wie viele von euch haben Kinder, die noch zur Schule gehen? Okay, einige fragen sich überhaupt, habe ich Kinder? Überlegt nochmal, genau. Und habt ihr denn Kinder, also wenn ihr Kinder habt, ich wundere mich gerade, dass ich gar kein Lebenszeichen von euch bekomme, alle kinderlos, dann gebt mal bitte eine 1 rein, wenn ihr, oder eine 2 rein, wenn ihr keine Kinder habt. Okay. 0, 0, Doppel 0. Okay, aber wie viele von euch kennen denn Menschen, die Kinder haben? Das ist ja schon mal was, dann gebt mal bitte eine 5 rein, okay? Sehr gut. Also ihr werdet mit Sicherheit den einen oder anderen kennen, der Kinder hat, der vielleicht eine Schule besucht, der vielleicht sogar eine eigene Schule hat. Und da haben wir eine absolute Empfehlung für euch. Und vor allem auch selbst darüber hinaus, selbst wenn du keine Kinder hast, bist du natürlich auch herzlich willkommen. Denn wir machen von Learn for Life Europas stärkste Schulklasse. Und da möchten wir euch und die Menschen in eurem Umfeld, die mit Schule zu tun haben, ganz, ganz herzlich einladen. Und zwar merkt ihr den Termin vor, Dienstag, den 15. Juni um 9.29 Uhr. Also zur besten Sendezeit in Deutschland sagen wir gerne die Knopperszeit. Ne, du weißt ja, um 9:30 Uhr gibt es Knoppers, das Frühstückchen. Und da haben wir den lieben Tobias Beck, meinen lieben Kollegen und Freund, mit am Start, der den Jugendlichen absolut wertvolle Impulse an die Hand geben wird, wie sie in der aktuellen Zeit sich besser motivieren, wie sie herausfinden, wo sie hinwollen im Leben. Und das merkt schon mal vor, fotografiert euch gerne den Internetlink ab, www.together-now.info, dort anmelden und gebt den Link auch gerne weiter.
Ja, und schreibt uns auch gerne, wenn ihr weitere Informationen haben wollt, denn wir wollen im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz, Europas stärkste Schulklasse an dem Tag zusammenrufen. Das Ganze ist natürlich digital. Tobi steht uns da eine Schulstunde zur Verfügung mit ganz, ganz tollen Impulsen. Und da freuen wir uns natürlich über jeden, der dabei ist. Wir haben bereits über 2000 Anmeldungen. Wir rechnen mit über 10.000 Menschen, die dabei sein werden. Also schaut gerne, für wen das interessant ist, gebt das gerne weiter. Gebt mal gerne eine 1 in den Chat, wenn ihr es weitergibt. Wir freuen uns natürlich über jede Verpflichtung, innere Verpflichtung, dass ihr da gerne alle drüber informiert. Ja, wird auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Veranstaltung. Sehr cool, Bernd, Susanna. Ja, wirklich selber dabei sein und gerne natürlich an euer Umfeld weitergeben. Und dann hole ich jetzt noch jemanden zurück, ein nicht nur Partner von Learn for Life, sondern auch Veranstalter und Geschäftsführer vom Grow Lehrlings Festival. Alex, ich sehe dich schon. Schön, dass du dabei bist. Ich werde mich von meiner Stelle auf jeden Fall verabschieden. Danke, dass ihr dabei wart. Ihr wart auf jeden Fall das beste Publikum, das wir heute hatten. Danke auch gerne, Daniel. Und ich wünsche euch gutes Gelingen und freue mich natürlich aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Und übergebe jetzt an dich, Axel, und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss, der Matthias. Ciao, ciao. Ja, hallo, danke. Ich begrüße euch sehr herzlich. Es war ein sehr langes Webinar, war sehr spannend. Es freut mich sehr, dass ich hier einen Beitrag leisten konnte, dass also Matthias dieses tolle Webinar für Learn for Life gehalten hat. Der Matthias ist wirklich ein für mich sehr lebendiges Beispiel, Pilot seines Lebens zu sein und seine Beruflichkeit zu finden. Ich habe mit ihm vor 15 Jahren eine Veranstaltungsserie durchgeführt. Da war er der breiten Öffentlichkeit noch nicht so bekannt. Er war aber damals bereits ein exzellenter Rhetoriker mit sehr viel Charme und sehr viel Witz. Und wir haben also da so eine 15-reihige Veranstaltungsserie durch ganz Oberösterreich gemacht. Also, und er hat wirklich die Leute sehr gut informiert als Moderator damals und auch sehr gut unterhalten. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Zusehern, hier dabei gewesen zu sein. Der Matthias war selbst in jungen Jahren bereits sehr initiativ. Er hat vom Ministrantenlager bis zum Schulsprecher, über den Landesschulsprecher und zum ÖH-Vorsitzenden hat er sich im Prinzip hochgearbeitet. Und bereits fast auf den Tag genau, witzigerweise, hat er vor 3 Jahren den Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Und es haben sich damals viele Leute wirklich gefragt, was wir da machen. Ich kann versichern, Matthias ist wirklich sehr gut gebucht und sehr initiativ in allen Richtungen. Und es ist ganz schön, dass man Menschen wie den Matthias erleben kann, die nach wie vor Gutes in die Welt bringen. Ich möchte vielleicht ganz kurz Bezug nehmen auch auf das, was der Matthias gesagt hat, dass es bereits auch für die Jugend sehr wichtig ist, seine Berufung zu finden. Das haben uns wir auch mit dem Grow Lehrlings Festival auf die Fahnen geheftet. Wir veranstalten hier in der Linzer Plus City nächstes Jahr ein großes 3-tägiges Job-Festival, ein Lehrlingsfestival mit YouTubern und Influencern. Also jetzt bin ich ein bisschen unscharf, wie man sieht. Ja, jetzt geht's wieder. Mit YouTubern und Influencern, wo wir wirklich einen ganz neuartigen Zugang zur Jugend schaffen. Und es ist eine ganz tolle Partnerschaft mit Learn for Life, die uns hier unterstützen mit tollen Speakern und auch in der gemeinsamen Vermarktung. Also wir genießen das sehr. Gerne kann man sich unter www.lehrlingsfestival.at nähere Infos dazu anschauen. Zu unserem Lehrlingsfestival ist wieder ein, wie gesagt, ganz neues Format mit neuem Zugang und wir freuen uns sehr auf Interesse. In diesem Sinn darf ich noch darauf hinweisen, auf das nächste Webinar. Das nächste Webinar wird von dem Amstettner Markus Hörndler durchgeführt am Mittwoch, den 30. Juni. Matthias Hörndler ist ein Coach und Mentaltrainer, der speziell im Unternehmens- und im Personalbereich coacht. Er hat sich bereits in jungen Jahren mit Mentaltechnik beschäftigt und wird sicher eine ganz tolle Geschichte hier am Mittwoch, dem 30. Juni. Ja, ich würde auch noch alle Zuseher wirklich versuchen, die Kanäle von Learn for Life zu abonnieren, um hier nichts zu versäumen. Es gibt also wirklich sowohl für den Businessbereich als auch für den Schülerbereich ganz tolle Speaker, die hier akquiriert werden und eine tolle Initiative rund um den Stefan Süß, die man nur begrüßen kann.
Den Partnern von Learn for Life möchte ich noch den Dank aussprechen. Ohne diese Partner würde es natürlich nicht funktionieren, so eine Sache aufzustellen. Und wir freuen uns auch sehr, dass wir als Glow-Lehrings-Festival hier ein Teil davon sein dürfen. Und in diesem Sinne wünsche ich Learn for Life wirklich alles Gute in der Zukunft, schöne Weiterentwicklung. Und ich bedanke mich, auch hier kurz Stellung nehmen zu dürfen und möchte mich verabschieden und wünsche einen schönen Abend. Danke sehr.